Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein zu viel an Früchten, vor allem an regionalen, heimischen Früchten, vor allem Beerenfrüchten, konservieren könnt. Wenn ihr ein zu viel an Früchten in eurem Garten habt oder auch in der Natur findet, zum Beispiel Brombeeren oder später dann auch Sanddorn, dann kann man meistens so eine Fülle an Beeren nicht innerhalb von kurzer Zeit essen, da die Beeren, unsere heimischen Beeren zum Beispiel, auch zu den nicht klimakterischen Früchten gehören. Das heißt, sie reifen nicht nach, sie müssen relativ schnell aufgebraucht werden nach der Ernte. Und im heutigen Video zeige ich euch, wie wir heimische Früchte länger haltbar machen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, Beerenfrüchte oder heimische Früchte wie Erdbeeren und Kirschen einzufrieren. Aber der Platz im Tiefkühlfach ist ja auch oft begrenzt. Und deswegen zeige ich euch heute eine andere Methode. Wir stellen an einem zu viel an Früchten gern Fruchtleder her. Ich muss dazu sagen, das Wort Fruchtleder ist geschützt. Das kann man nicht einfach so verwenden. Deswegen verwende ich jetzt lieber das Wort Fruchtnaschee. Und Fruchtnaschees stelle ich schon seit vielen Jahren für meine Kinder her. Da gibt es auch ein Rezept, wo ich zeige, welche verschiedenen Sorten ich herstelle. In meinem E-Book Dürren leicht gemacht gibt es auch ganz viele Inspirationen und Rezepte für Fruchtnaschees. Also gesunde Süßigkeiten, nur aus Frucht hergestellt, wahlweise dann auch mit Karob oder Kakao oder Kokosmus oder verschiedenen Gewürzen noch verfeinert. Aber am einfachsten und besten ist das Fruchtleder einfach aus heimischen Früchten herzustellen. Gerade bei den sauren Früchten bietet es sich noch an, ein Süßungsmittel zu verwenden. Wir verwenden meist Datteln und dann gibt es auch die Möglichkeit, entweder als Bindungsmittel Bananen zu verwenden oder Flohsamenschalen. Und in diesem Video zeige ich euch auch verschiedene Rezepte mit Bananen und Flohsamenschalen. Ich verlinke euch unter diesem Video die Flohsamenschalen, die wir für diese Fruchtnaschees verwenden. Ich verlinke euch auch unter diesem Video mein E-Book Dürren leicht gemacht. Dort findet ihr neben vielen Inspirationen zu verschiedenen Sorten Fruchtnaschees oder wie ihr auch so Wildfrüchte wie Sanddorn und Hagebutte dürren könnt, wie ihr verschiedene Gemüsepulver, also Paprikapulver, Zwiebelpulver herstellen könnt, aber auch verschiedene andere leckere, gedörrte Rohköstlichkeiten wie Pizza und Apfelstrudel und Zimtschnecken und verschiedene Wraps. Also da gibt es wirklich eine Fülle, über 80 rohvegane Rezepte. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Haltbarmachen von einem zu viel an heimischen Früchten. Das sind verschiedene Früchte. Wir haben hier Sauerkirschen, Stachelbeeren, schwarze Johannisbeeren und rote Johannisbeeren. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ich diese Früchte länger haltbar machen kann. Dafür verwende ich reife Bananen und Datteln oder Flohsamenschalen und Datteln, wenn Bananen außen vor gelassen werden sollen. Bevor es an die Zubereitung geht, werde ich die Früchte waschen, dann hier von den Stielen entfernen und die Sauerkirschen werde ich auch noch entsteinen. Jetzt können die Früchte bearbeitet werden. Ich starte mit den Sauerkirschen. Dadurch, dass ich sie jetzt entsteint und entstielt habe, sind es jetzt nicht mehr 500 Gramm. Das waren ja jeweils 500 Gramm. Das werden jetzt so 300, 350 Gramm sein. Diese Sauerkirschen gebe ich zusammen mit 3 reifen Bananen und 3 Datteln in einen Mixer. Und mixe das Ganze auf höchster Stufe so lange, bis eine homogene Masse entstanden ist. Das Ganze dauert 20 bis 30 Sekunden und fertig ist die Sauerkirsch-Bananenmasse. Und diese gebe ich jetzt auf eine Dürrebene, die mit einer Dürrfolie belegt ist. Und das Ganze jetzt schön gleichmäßig auf der Dürrfolie verteilen. So sieht das Ganze dann aus. Hier im Mixbehälter befindet sich noch etwas dieser Sauerkirsch-Bananenmasse und die gebe ich dann auf eine zweite Dürrebene mit Dürrfolie. Es ist noch ein bisschen Platz auf der Dürrfolie. Diesen Platz verwende ich dann für die nächste Sorte Beerenmasse.
Als nächstes mixe ich die Johannisbeeren mit 2 reifen Bananen und 6 Datteln. Und das Ganze wieder schön zu einer homogenen Masse mixen. So sieht die Johannisbeer-Bananen-Dattelmasse aus und diese werde ich jetzt auch auf Dürrebenen mit Dürrfolie verteilen. Die dritte Dürrebene ist jetzt bestrichen mit Frucht-Naschi-Masse. Als nächstes mixe ich die schwarzen Johannisbeeren mit ca. 2 Esslöffel Flohsamenschalen und mit 8 Datteln. Ich habe noch ganz vergessen zu erwähnen, bei dieser Art der Zubereitung, also Früchte mit Flohsamenschalen und Datteln, kann noch etwas Wasser hinzugefügt werden, ca. 100 bis 150 Milliliter. Fertig ist die schwarze Johannisbeermasse. Die Flohsamenschalen und die Datteln bilden hierbei das Bindemittel. Würde man Johannisbeeren pur mixen, würde die Masse zu flüssig werden und man könnte diese Masse nicht auf ein Dürrgitter mit Dürrfolie streichen. So sieht die schwarze Johannisbeermasse aus, kurz bevor sie ins Dürrgerät kommt. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Rest im Mixer und diesen Rest werde ich dann auf die fünfte Dürrebene mit Dürrfolie verteilen. Zum Schluss mixe ich die Stachelbeeren mit 8 Datteln und 2 Esslöffel Flohsamenschalen und gebe noch etwas Wasser dazu, also 100 bis 150 Milliliter. Und mixe das Ganze ca. 30 Sekunden auf höchster Stufe, bis eine homogene Masse entstanden ist. So sieht die Stachelbeermasse aus, ein bisschen unspektakulär gegenüber den anderen Beerenfrüchten, die schön rot bis purpurfarben leuchten. Und diese Masse gebe ich jetzt auf die restlichen beiden Dürrebenen. Hier seht ihr noch die restliche Masse der schwarzen Johannisbeeren. Hier ist noch gut Platz und dann kann ich noch die letzte Dürrebene dann mit dieser Masse bestreichen. Die letzten beiden Dürrgitter sind nun auch belegt. Die anderen 4 Dürrebenen befinden sich schon im Dürrgerät und ich werde jetzt diese Fruchtnaschi-Masse in den ersten 2 Stunden bei ca. 50 Grad dürren lassen und schalte dann in der dritten Stunde auf 40 Grad herunter. Wir haben unser Dürrgerät, den RevoTry, bei uns im Flur stehen, weil er da am wenigsten Platz wegnimmt und wir wirklich hier auch sehr viel Platz haben. Und da steht er dann meistens hier im Flur und dürrt so vor sich hin. Ihr seht, die Dürrebenen befinden sich schon im Dürrgerät. Das Dürrgerät ist noch nicht angeschaltet. Jetzt ist es angeschaltet und das Dürrgerät zeigt, nach 10 Stunden würde sich der RevoTry ausschalten. Die Temperatur stellt sich immer gleich bei 70 Grad ein, deswegen werde ich jetzt die Temperatur auf 50 Grad senken. Den Timer lasse ich bei 10 Stunden stehen. Ich werde mir einfach in der Küche eine Uhr auf 2 Stunden stellen, damit ich dann die Temperatur auf 40 Grad herunterstellen kann. Das Dürrgerät ist jetzt schon fast seit 5 Stunden in Betrieb und nach 2 Stunden habe ich die Temperatur auf 40 Grad heruntergestellt. Ihr seht, die Struktur verändert sich langsam, das Wasser wird aus dem Dürrgut gezogen. Nach ca. 9 Stunden ist die Fruchtmasse so weit getrocknet, dass ich sie von der Dürrfolie abziehen kann und dann einfach auf das Dürrgitter zum Weitertrocknen legen kann. Alles dort jetzt ohne Dürrfolie weiter und kann natürlich jetzt noch besser dürren, weil jetzt auch gut die Wärme, die trockene Luft von unten durchströmen kann. Ich lasse jetzt die Fruchtmasse noch ca. 2 Stunden bei 40 Grad. So sieht das Ergebnis dann aus. 4 verschiedene Sorten Fruchtleder oder Fruchtnaschi, die dann noch zurechtgeschnitten bzw. zurechtgerollt werden können. Das ist die schwarze Johannisbeere, die rote Johannisbeere, das Sauerkirschfruchtnaschi und hier das Stachelbeerfruchtnaschi. So bewahre ich dann das Fruchtleder bzw. die Fruchtnaschi auf. Ihr seht, ich habe einige
Rollen vorbereitet und einige Rollen auch in kleinere Stücke geschnitten. Für diese Rollen habe ich einfach so eine große Fruchtledermatte geviertelt und dann jedes Viertel aufgerollt. Und einige Viertel habe ich dann eben auch hier nochmal mit einer Schere in so kleine Stücke geschnitten. Das ist also hier die schwarze Johannisbeere, die rote Johannisbeere, die Stachelbeere und die Sauerkirsche. Und so kann ich heimische Früchte, heimische Beeren sehr lange haltbar machen und in Schraubgläsern bzw. in Bügelgläsern aufbewahren. Ihr seht, wir haben immer gesunde, fruchtige Süßigkeiten da, auf alle Fälle eine bessere Alternative zu Gummibärchen, auch eine bessere Alternative zu gekauften veganen Gummibärchen, weil wir uns mit diesem Selbermachen einfach auch mal die Plastikverpackung sparen und den industriellen Zucker. Auch in veganen Gummibärchen ist zum Beispiel Rohrohrzucker enthalten oder normaler Zucker und das ist ja auch industriell hergestellter Zucker und ich verwende dann lieber die ganzen Früchte, also wie Bananen oder Datteln oder auch mal Feigen zum Süßen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Was haltet ihr von den vorgestellten Rezepten in diesem Video? Ich freue mich über eure Meinung, über eure Gedanken dazu und wünsche euch noch einen wundervollen Tag.